Willkommen zurück. Ich stehe in diesem Raum, wo der legale Fight Club ist. Was mir gerade auffällt, ist mir letztens gar nicht aufgefallen, weil ich hier gerade eine Weile stand. Ja, zum einen da fehlt ein Buch. Und ist hier von der Uhr. Kann man da nicht Leute hochschleudern und dann werden die halt einfach zermatscht oder so? Das wäre lustig. Das wäre cool, wenn man das machen könnte. Und nee, eigentlich bin ich hier. Weil ich hatte gesehen, ich habe Aufträge aufnehmen. Aufträge, die würde ich machen, um zu trainieren. Und es gibt auch Punkte, weil ich muss definitiv besser werden, bevor ich hier mit irgendwas anderem weitermache. Und zwar hier gekreuzte Stäbe noch immer. Das ist ja in dem Raum Runde 3 diesmal. Ich weiß nicht, ob das besser wird. Und Zauberkombination Übung 2. Kann ich aber auch nicht. Also man kann es in dem Moment dort, weil man es halt angezeigt bekommt. Ansonsten muss man sich immer merken. Einmal das und dreimal Basiszauber, dann wieder das, dann wieder dreimal Basiszauber. So schnell komme ich gar nicht klar. Aber ich probiere es. Ich probiere es. Und das andere ist, dass ich hier gesehen habe, ich habe Eulenpost, die mir nicht automatisch vorgelesen wurde wie bei den anderen. Und zwar von dem Dude, der dieses Ding leitet, den legalen Fight Club. Das ist schon, also ich hätte es cooler gefunden, wenn der nicht so bekannt wäre. Der Fight Club, aber okay. Die würde ich jetzt zuerst lesen. Und dann die Übungen machen. Also vielleicht ist es ja eine Aufgabe, die wir auch direkt hier lösen müssen. Es ist Zeit, deine Duellierfähigkeiten zu prüfen und zu sehen, ob wir einen neuen Schulchampion haben. Komm zum üblichen Ort für die Finalrunde von gekreuzte Stäbe. Die Übungspuppe steht auch weiterhin zur Verfügung. Okay, ich bin ja eh da. Gut, das heißt, es ist nur eine Info mit beweg deinen Arsch hierher. Ich bin da. Ich glaube, ich würde zuerst das mit der Übungspuppe machen. Oh, beziehungsweise. Ja. Ich warte, aber ich muss warten, bis der Duty, glaube ich, da ist. Jetzt. Champion im Anmarsch. Künftiger Champion im Anmarsch. Ja, okay, jetzt hat er nämlich beide Aufgaben über dem Kopf. So, ich würde erstmal mit der Übungspuppe trainieren, vielleicht. Hallo Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Eigentlich nicht, aber ja. Das wäre toll. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Nee, nee, ich muss die Aufgabe machen. Der wird nicht für frühzeitig abgebrochen. So, habe ich überhaupt alle Zauber ausgerüstet? Ich weiß ja nicht, was ich hier schon wieder brauche. Okay. Sehr schön. Und jetzt? Incendio. Na, ah, verkackt. Elioso. Den sollte ich machen. Incendio. Das war interessant. Ich weiß nicht, was auf meinen Tasten ist. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz was. Ich würde hier die zwei tauschen. Die zwei würde ich tauschen. So. Ja. Mal gucken. Vielleicht klappt es besser. Sehr gut gemacht. Incendio. Furioso. Alter. Accio. Incendio. Okay. Gut so. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Exzellente Handarbeit. Es war nur eine Übungspuppe. Stimmt, aber eine schwierige Puppe. Glaub mir, ich weiß es. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Und du wirst bei den gekreuzten Stäben noch stärker. Wehe den anderen Duellanten. Wieso eine schwierige Übungspuppe? Es wäre eine schwierige Übungspuppe, wenn sie dich zurück angreift. Aber das macht sie nicht. Das macht sie nicht.
Das ist die Sache. Und die Aufgaben, die wir jetzt erledigen, sind übrigens die Aufgaben, bevor ich wieder hier war, dass ich die Nachsitzstunde bei Professor Hackett machen soll. Die schickt mich ja jedes Mal hier hin. Ich probiere jetzt aus, das mit dem Duell. Keine Ahnung, was passiert. Ja, kein Plan. Hallo, Lucan. Ist die Finalrunde der gekreuzten Stäbe soweit? Mhm. Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Mhm. Total. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, Sebastian, der nichts von seinem Glück weiß. Die andere ist ja in... Die andere ist auch in diesem Dorf und wartet auf mich. Die kann doch jetzt gar nicht da sein, oder? Ich nehme Sebastian. Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Die sind ja zu viert. Das schaffe ich nicht. Okay, mal gucken. Mindestens dreimal, glaube ich. Mindestens dreimal, Leute. Durch die roten Schilde mit Schadenszauber, wie dem Feuerzauber Incendio. Okay. Mir wird es halt angezeigt. Ich komme doch so durcheinander, Leute. So durcheinander. Ich muss erstmal überlegen. Levioso! Incendio! Confringo! Confringo! Das war's mit meiner Wette. Confringo! Incendio! Levioso! Tego! Das kannst du doch besser! Und die ist schon mal am Ende. Incendio! Confringo! Findo! So kann ich sie nicht andenken? Descendo! Du musst. Im Kampf. Alter. Confringo. Confringo. Das war knapp. Was für ein Duell. Das war knapp. Ich werde mich jetzt trotzdem nicht heilen. Was für ein Sieg. Du hast das Turnier gewonnen. Das war noch gar nichts. Ich fange gerade erst an. Wenn die besten Duellanten der Schule nicht gut genug waren, solltest du vielleicht überlegen, nach Durmstrang zu wechseln. Jetzt erhält die Siegerin den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Ich hatte gerade bei Durmstrang dieses... Oh, oh, nein, okay. Wo sie das gemacht haben mit den Stäben und so. Okay, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, was für Kampf quasi Durmstrang. Okay. Ich habe gerade voll das Bild vor Augen. Okay. Egal. Danke. Danke. Es war mir eine Ehre. Total. Voll verdient. Du bist eine ernstzunehmende Duellantin. Nachdem wir jetzt eine eindeutige Turniersiegerin haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Besser wie es so. Meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht? Ich habe mich lange nicht gekümmert. Tja, mein Lieber. Gewand des Champions habe ich bekommen. Gewand des Champions. Hier. Verspotten. Schade, dass es vorbei ist. Ich wurde gerade erst warm. Du hast einfach mal verloren. Du bist unschlagbar, was? Oh ja, und was sagtest du? Gegen einen Neuling verloren? Damit habe ich nicht gerechnet. Tja, ist halt nicht besonders gut, mein Lieber. Wie wär's, wenn du andere nicht unterschätzt, nur wegen ihrem Aussehen? Okay, bei dem Mantel, aber guck mal, wie ich aussehe. Mit den Augenringen und so? Leg die nicht mit mir an. Wer weiß, was ich nachts mache, anstatt zu schlafen. Was habe ich bekommen? Ich habe diesen Mantel bekommen. Lederlangmantel. Nee, den hatte ich ja an. Habe ich nicht gerade irgendwas bekommen gehabt? Beim Outfit vielleicht?
Oder habe ich gerade was freigeschaltet? Bin ich nicht so freigeschaltet? Hier bei Sammlungen? Nee, bei Sammlungen kommen die anderen Sachen rein, was man alles so entdeckt. Wie stört es das? Da unten? Hier, Aufträge. Kobaltblaues Gewand, hä? Gewand des Champions der gekreuzten Stäbe. Ach so, soll ich einfach nur Erscheinungsbilder? Und wie wende ich eigentlich Erscheinungsbilder an? Kosmetische Änderungen, die im Ausrüstungsmenü mit der Option ein Erscheinungsbild ändern, angewandt werden. Erscheinungsbilder in dieser Liste werden für besondere Leistungen wie Herausforderungen und Aufträge belohnt. So kann ich meine... Ah, dann ist ja egal, wie ich rumlaufe, wenn ich nicht wusste, dass man das Erscheinungsbild ändern kann. Dann gucken wir uns das doch nochmal an. Wenn ich das Erscheinungsbild ändern kann... Im Ausrüstungsmenü. Hier, F. Traditioneller Schulumhang, pflaumenfarbener Schulumhang, Wollmantel. Achso, weil ich die schon mal entdeckt habe. Ja, das ist genau meine Farbe, Leute. Genau meine Farbe, sieht man das nicht? Umhang der dunklen Künste. Ja. Warum eigentlich nicht? Unsichtbares Gewand. Ah, perfekt. So mache ich das dann mit den Brüllen, glaube ich, weil die so hässlich sind. Aber ich fand den Mantel eigentlich relativ cool. Also der da, ich glaube, der dunkle Künstemantel hat auch was, natürlich. Aber ich würde erst, ich ziehe einen normalen Mantel an. Ich ziehe einen normalen Mantel an. Was ist das hier? Auf gar keinen Fall. Ziehen wir den Ledermantel an, der hat auch was. Die Klamotten darunter gehen eigentlich auch. Weiß ich, wie man das ändern kann. Ich habe es vorher gar nicht gecheckt. Sorry, Leute, wir müssen da einmal kurz durch. Ah, okay, ich mache auch so den Schal weg. Ich bin am Überlegen, den Schal wegzumachen, weil das in den Zwischensequenzen manchmal ein bisschen komisch aussieht. Weil da was vergessen wurde, sieht der Schal kacke aus. Ja, da geht. Das ist irgendwie logisch, aber der blaue wäre voll cool. Ich glaube, das hebe ich mir auf, wenn ich irgendwas Cooles habe zum Verbinden. Also, verbinden im Sinne vom Outfit her. Ich glaube, ich nehme den. Der hat was. Würde ich jetzt nicht unbedingt wegmachen wollen. Outfit. Ach, so. Jetzt habe ich hier dieses... Ja, Vertrauensschüler, vergiss es. Schuluniform. Naja. Das ist das, was ich gerade anhabe. So. Ach, das ist von diesen dunklen Künstler-Dings. Okay. Gewand der Champions der gekreuzten Stäbe. Sehe ich gar nicht übrigens richtig. Auf gar keinen Fall. Aber vielleicht das. Ich ziehe noch mal kurz den Mantel aus. Ich weiß ja nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wie sieht denn das andere, der hier, das hier aus? Nee, das sieht ein bisschen komisch aus. Ich sehe da drin doch mal, es sieht doch richtig komisch aus da, die Ärmelchen und so. Nee, nee. Das da geht halt gar nicht, was bin ich? Nee. Oberblaues Gewand. Eigentlich war das Schuluniform mit Schottenmuster. Das hier ist halt mal was Buntes. Ich glaube, ich ziehe das Bunte mal hier an. Und dann was drüber, dass man die Ärmel nicht sieht. Würde ich sagen. Was passt denn jetzt dazu? Eigentlich passt der hier halt, der Mantel passt schon eigentlich voll rein. Den würde ich anlassen. Okay, kommen wir zu dem anderen Shit. Habe ich eigentlich bessere... Nee, habe ich nicht. Kann ich das da auch ändern? Erscheinungsbild ändern. Wird keine Handschuhe sichtbar machen. Dann die Brille aufsetzen und Erscheinungsbild ändern. Denn ich habe mich nämlich schon gewundert. Ich laufe mal noch normal rum.
Was ist sonst? Das ist zu. Ich bin hier in der Schule. Nee, auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. So. Okay. Habe ich eigentlich nur einen. Nee, da finde ich den hier schöner. Gut, dann haben wir das geklärt. Dann geht es doch. Ich habe mir schon gedacht, dass es geht, aber ich habe einfach gerade überhaupt. Also gerade letztens überhaupt nicht drauf geachtet. Gut. Exkurs, Klamotten erledigt. Auftrag von der guten Frau. Hackett. Ja. Machen wir das doch, weil ich hätte das. Das hat sich nämlich aktualisiert, weil für sie muss ich vorher mal die andere Sachen machen. Das ist die Sache. Entgehe erfolgreich gegnerischen Angriffen per Ausweichrolle. Okay, die wäre noch übrig für diese Aufgabe. Ich komme ja überall nicht rein. Wann lerne ich Alohomora? Gegnerischer Angriff per Ausweichrolle. Und jetzt muss ich mich aber mit irgendjemand duellieren. Geht das? Shit. Ich habe nicht drauf geachtet, was ich machen muss. Sonst hätte ich das bestimmt jetzt in dem Kampf machen können. Dann gehe ich jetzt mal da. Bei dem Brunnen gibt es eine Info. Lesen wir erstmal die Info. Revelio. Brunnen der vier Tierwesen. Einige Schüler glauben, dass ein Wunsch, der am Brunnen der vier Tierwesen geäußert wird, egal ob am Testral, am Greif, an der Chimäre oder am Hippogreif, für jeden in Erfüllung geht, der das Vertrauen eines der vier Tierwesen gewonnen hat. Ich habe noch gar kein Vertrauen gewonnen, weil ich habe noch gar kein Tierwesen gesehen. Ich würde da hinten jetzt mal raus und vielleicht finde ich irgendwelche Gegner. Bin ich noch gar nicht lang gegangen. Das ist so cool. Das ist ein Turm. Aber ich habe das Ding schon entdeckt, okay? Wann war ich hier? War ich hier? Kann mich nicht erinnern. Aber wie soll ich denn jetzt... Wie soll ich jetzt die Ausweichrollen machen? Was ist das da hinten? Was sind das denn für Luftballons? Ich muss mir das erstmal anschauen. Was sind das hier für Luftballons? Machen die was Bestimmtes? Können die was Bestimmtes? Sagen die mir, ich darf hier nicht weiter? Hier ist Gebietsende. Ich laufe einfach mal weiter. Nee. Schwer durchs Gras. Durch den Rasen. Nee. Das kann man auch nicht anvisieren. Es sind mehrere. Habe ich dazu schon eine Info gehört? Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt nicht sagen nein. Danach habe ich eine gehört. Da sind ein paar Kälber. Das sind Sachen zum Abernten, glaube ich. Ja. Ich laufe halt hier nur lang, in der Hoffnung, Gegner zu sehen. Naja, dann teleportiere ich mich gleich zum verbotenen Wald. Hier ist doch auch irgendwas. Okay, hier wird es auf jeden Fall einige Aufgaben geben, nehme ich mal an. Ah, das ist sehr gut, dass ich die Sachen habe. Jetzt für diesen anderen Trank, wo ich noch gar nicht weiß, wie man den benutzt. Diese Eier brauche ich dafür. Hier gibt es voll viel Sachen. Da hinten ist so ein Dings. Aber da oben sind Sträucher, aber da ist so ein Zeichen. Ich würde gleich mal zu dem Zeichen gehen. Mal sehen, was bei meinem Glück passiert. Aber erst sammle ich noch hier ein paar Blümchen. Und dann gehe ich mal zu dem Zeichen. Vielleicht spawnen da irgendwelche Gegner und ich kann die Ausweichrolle üben. Also ich weiß es nicht. Ich hoffe. Ich hoffe, Leute, wirklich. Ich würde die Aufgabe schon gern machen. Ich will jetzt auch noch nicht mich mit der anderen treffen. Biergarten? Labyrinth? Ah, ja. Komm.
Nur wenige Hexen oder Zauberer können die Geschichte der schottischen Irrgärten bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen, dem schwarzen Magier Oinon Blackwood aus dem 15. Jahrhundert. Geboren als Oinon Wood in einem nicht magischen Zweig der Familie Wood, wurde Oinon von seinen Muggeleltern missverstanden und suchte im Bemühen, sich anzupassen, Trost im Familiengewerbe, dem Heckenschneiden. Angeblich konnte er die Schwarzdornbüsche mit seinem Verstand kontrollieren und mit Leichtigkeit wunderschöne Formen schaffen. Das beeindruckte und verärgerte seine äußerst intolerante Familie gleichermaßen. Ihr Groll verschlimmerte sich noch, nachdem der junge Oinon eine Einladung nach Hogwarts erhielt, wo er in das Haus Hufflepuff einsortiert wurde. In Hogwarts lernte Oinon eine gewisse Artemisia Black kennen, von der Familie Black. Wegen der Liebelei ihrer Mutter mit Artemisias Muggelvater verstoßen, hatte das Halbblut Artemisia ein kompliziertes Verhältnis zur Reinblütigkeit. Sie hielt sich des Mädchennamens ihrer Mutter für würdig und gab ihrem Vater die Schuld an ihrer Ächtung. Gleichzeitig machte sie Wood nicht für seine Muggelstämmigkeit verantwortlich, sondern hielt auch ihn für ein unfreiwilliges, unschuldiges Opfer der Muggelunreinheit. Okay. Hier ist noch was. Revelio. Oder? Ah! Oh, so muss man hier rein. Ah, ich war falsch rum reingelaufen. Ja, für mich sah es eigentlich gerade so aus, als wäre hier eine... Ah, ich habe Vögel fliegen sehen. Ich habe erst gedacht, da wäre eine Buchseite oder so. Schauen wir uns das Ganze hier mal an. Ich bin in sowas ja so richtig gut. Ich sehe einfach nur grün. Ich sehe einfach nur grün. Wenn mir gleich irgendwelche Gegner entgegenkommen. Ich weiß nicht, wie gut ich Ausweichsachen hier drin üben kann. Ich bin in sowas überhaupt nicht gut, Leute. Oh, hier ist eine Kiste. Ah, und das... Okay. Blutrote Maske. Okay. Ah, und jetzt ist es weg, das Zeichen. Aber das ist doch noch hier, oder? Kann ich das normal machen? Nein. Okay, das war's quasi. Schade. Ich dachte, ich würde hier jetzt noch ein kleines... Naja. Aber es ging. Ich habe nicht verkackt oder so. Ich würde jetzt eine Schnellreise machen zum verbotenen Wald und hoffen, dass ich nicht sterbe. Weil da hatte ich nämlich eigentlich die Sachen gesehen gehabt. Zumindest waren dann in der Nähe irgendwie drei rote Dinger. Vielleicht kann ich ja auch einfach 10 Rollen machen und dann schreiend wegrennen. Also. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Das ist ja jetzt richtig penetrant. So, und zwar, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Höhe das war. Ich glaube, es war noch ein Stück nach da. Nach irgendwo da oben? Nee, gar nicht. Nach da. Ich glaube, nach hier. Bin mir nicht sicher. Da gab es auf jeden Fall irgendwelche roten Sachen. Ich habe zwar nur 2 Heiltränke, aber okay. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Pilze nebenbei einsammeln. Hier war das doch da oben oder so. Flor fliegen. Richtig. Hier ist auch irgendwas bestimmt. Auf jeden Fall ist hier eine Ruine. Jetzt mal die Pilze und dann gucken wir uns die Axt da mal an. Hier ist. Und da ist was zum Einsammeln. Und da ist was Rotes. Okay. Revelio. Da wird mir schon was angezeigt. Okay. Das war nur eine Interaktion. Aber hier war gerade ein Gegner angezeigt worden. Also mehrere. Dann Wolf. Dunkler Straßenköter. Die Zutaten brauche ich auch. Gibt es. Levioso. Herausforderung freigeschaltet. Besiege Straßenköter. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nur gemacht, weil ich eigentlich Ausweichen üben möchte. So, ich lasse den mal herkommen.
1. Na komm. Ich habe noch 5 von 10 bisher. Okay, aber hier kriege ich das Straßenköterfell übrigens her. Der andere liegt da hinten noch. Gut, da gibt's noch mehr. Revelio. Das heißt, das sind wenigstens keine Trolle, sondern Straßenköter. Das sind irgendwelche Menschen oder so. Da ist ein Dings im Wald, aber ich will gerne den Straßenköter haben. Ich will gar nicht hier nachher zu viel Stress haben. Oder ist das ein Dingsgegner? Ein richtiger Gegner. Ich habe schon 5 von 10 Rollen. Wilderer. So, jetzt würde ich weglaufen und hoffen, dass mir nur einer hinterherkommt. Vielleicht klappt es ja. Zumindest habe ich jetzt nur ein rotes Ding hier auf der Karte. Er ist da. Ach nee, Wolfsanimagus. Ach du Scheiße. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Hilft's Animagus. Okay, ich wollte eigentlich. Ich brauche erstmal diese Straßenköter. Sonst wird das nichts. Revelio. Hilft's Animagus. Glaub's ja. Da hinten gibt es noch mehr zum Sammeln. Da sind noch mehr Gegner. Wilderer Spurensucher. Oh, sind das viele? Ich sollte weglaufen. Ich sollte definitiv weglaufen. Er geht wieder weg. Ist schon doof, wenn man ausweichen üben muss. Da. Los, komm. Greif mich an, damit ich wegrollen kann. Ich habe 6 von 10 übrigens. Fällt mir gerade, habe ich gerade gesehen. Sollst du nach Hause? Ja, quasi schon. Er war doch gerade dahinter an dem Stein. Jetzt geht er wieder. Ich muss mich halt angreifen, damit es zählt. Da. Na komm her. Ey, was soll die Kacke? Zu brutal? Komm doch mal hierher, Diddy. Komm doch einfach mal hierher. So 7. Jetzt ist er schon. Ja, der nächste nochmal. Schon doof.
Ich hoffe, jetzt folgt mir nur einer. Ich wollte ja nicht jetzt ein ganzes Duolanten-Ding machen. Ich brauche nur noch eine Ausweichsrolle. Ich mach Hackfleisch aus dir. Aber ja, ich weiß, sie hat Lammbraten gesagt. Okay, go. Nächste. Komm, bring, go. Ja. Jetzt habe ich 10. Hey, Doktor. Potato. Hat das wehgetan? Ich renn mal weg. So. Weiß habe ich nicht. Möchte ich halt wirklich machen, wenn ich genug Dings habe. Okay, ich glaube, passt. Passt. Okay, da ist so ein Wildererlager. Da gehe ich dann später nochmal hin. Das Problem ist, da sind so viele, das schaffe ich nicht ohne Heiltränke und die muss ich erst herstellen. Aber ich habe jetzt ganz schön viel erfahren. Also da ist so ein Wildererlager. Ich habe mich schon gewundert. Hatten die auch irgendwas von erzählt gehabt, dass es sowas gibt? Hier, das ist ja viel besser. Blutrote Maske. Ja, okay, ich hätte aber ganz gerne ein anderes Erscheinungsbild. So laufe ich doch nicht rum. Stell mal an, wie das aussieht. Nee, auf keinen Fall. So. Ich bin ganz unauffällig hier unterwegs, ohne Stress. So, kommen wir nun zur eigentlichen Aufgabe. Wir gehen zu der Tante, um den neuen Spruch zu lernen. Weil ich musste ja... Das habe ich eigentlich gesucht übrigens, ja. Wir gehen zu ihr, weil ich wollte doch eigentlich einen Spruch lernen. Sie möchte halt immer nur die ganzen Sachen haben, dass man vorher Aufgaben für sie erledigt. Das sind halt solche Aufgaben. Die anderen waren auch schon das mit dem Duellierclub, was ich schon direkt gemacht habe. Und dann noch diese Ausweichsrollen. Mal gucken. Nächstes Mal gucke ich genauer. Dann hätte ich nämlich die Ausweichsrollen eigentlich schon machen können in dem Duellier-Ding. Obwohl, so war cool, also habe ich mir jetzt eigentlich mehr erfahren. Und ich konnte Sachen looten. Das ist es. Ich eigentlich ja, war es jetzt schon ein bisschen cooler. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Hallo, wie schön, dich nicht zu sehen. Okay. Gartenschere. Ja, ich könnte jetzt Schnellreise machen, aber ich würde jetzt mal wieder laufen. Ich probiere schon, zu laufen. Weil ich habe Angst, nachher so viele Sachen zu verpassen. Das möchte ich nicht. Ich möchte die Sachen ja auch erfahren. Ich möchte Sachen sehen, die ganzen Infos. Ich muss das wissen. Ich laufe in die falsche Richtung. Ach, da. Mein Bruder hat damals in Professor Weasleys Unterricht eine Menge Ärger verursacht. Er fuchtelte verträumt mit seinem Zauberstab herum und verwandelte ein Buch in einen Käfer. Ich dachte, bei Zauberstab. Verwandelte ein Buch in einen Käfer. Das ist jetzt nicht schlimm, was er erzählt hat, oder? Ich fand das jetzt nicht schlimm, was er erzählt hat. Also, wirklich nicht. Das Büro ist ganz schön weit weg. Vielleicht hätte ich doch die Schnellreise nehmen sollen. Sehr, sehr leise, sonst kriegst du eine... Bist du gehauen. So sieht's aus. War ich hier schon drin? Ich war in sowas drin gewesen. Ah ja, genau. War ich wohl nicht schnell genug. Ja, das hatte ich schon. So, einmal habe ich sowas schon gesehen gehabt mit dem hier. So. Professor Hackett. Das sind ja nochmal 108 Meter. Glaub's ja. Will da durch? Ah, es muss immer... Manchmal muss es dann doch laden. Okay. Da gibt es eine Aufgabe. Ich gehe erst zu Professor Hackett. Du verteidigst neuerdings also Hogsmeade gegen Trolle? Man kann es auch übertreiben, weißt du? Du klingst wie Murphy und siehst... Nee, siehst nicht so aus. Man kann es auch übertreiben. Na, du hättest den Troll nicht geschafft. Muss ich jetzt mal sagen. Die sollen mich nicht doof von der Seite ankacken. Hä? Richtigen Unterricht? Wir sind mir zu glücklich.
Okay, so eine Zwischensequenz. Aber die waren mir jetzt definitiv gerade etwas zu glücklich. Muss ich jetzt mal wirklich sagen. Jetzt kann ich mit dir reden. Ich habe meinen Soll getan. Ich hoffe, Sie haben alles geschafft, was ich Ihnen aufgetragen habe. Ja, ich habe meinen Soll getan. Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Mhm. Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Mhm. Expelliarmus. Das stelle ich bestimmt so an wie Neville. Gute Arbeit. Die Puppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. Neue Zaubersprüche. Okay, die Aufgabe 2 von ihr ist erledigt. Und jetzt müsste ich den Zauber aber halt hier zuweisen, nicht wahr? Jetzt würde ich jetzt mal tauschen. Wo ist denn der? Hier, die unverzeihlichen. Die will ich haben. Wingardium Leviosa, das, der, ich kann ja nur Levioso. Ich bin schon gewundert gehabt. Wo ist jetzt der Zauber, den ich gelernt habe? Hier. Expelliarmus. Reißt den meisten Gegnern Zauberstäbe und Waffen aus der Hand, verursacht außerdem bei allen Gegnern Schaden, auch wenn sie keine Waffe tragen. Okay, ich kenn's nur, dass der Zauberstab wegfliegt, also dass du den quasi entwaffnest. Nur aber wenn der auch Schaden macht. Ich will jetzt mal auf die 1 packen. Und wenn ich halt Licht brauche, das merke ich ja theoretisch, dann wechsle ich kurz. Ich weiß eh nicht, wo ich was hier hinpacke. Kann ich nochmal mit dir reden? Professor, hätten Sie einen Moment? Natürlich. Was gibt es? Das weiß ich auch noch nicht, aber okay. Haben Sie eigentlich Hogwarts besucht? Ja, ich bin stolzes Mitglied des Hauses Ravenclaw, so wie Sie. Warum fragen Sie? Ich wüsste gern, wie sich Hogwarts in den Jahren verändert hat. Verstehe. Wie Sie sicher schon vermutet haben, steckt das Schloss voller Überraschungen. Ich wage zu behaupten, dass sich hier mehr bewegt als die Treppen. Was die Schüler angeht, nun, sie scheinen jedes Jahr fähiger zu werden. Obwohl, zu meiner Zeit haben wir genauso viel Unfug gemacht wie Sie jetzt. Als Schulsprecherin habe ich bei allen Arten von Streichen weggesehen. Aber auch ich habe einmal einen gewissen Phineas Nigellus Black ermahnt, weil er in der Vorlesung einen Zuckerfederkiel gegessen hat. Ich wusste gar nicht, dass Sie und Professor Black hier zusammen zur Schule gegangen sind. Der Schein kann nun mal trügen. Wissen Sie, ich wurde einmal von der Zeit selbst verwundet. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es klingt furchtbar. Nun ja, das war eben das Risiko meiner vorherigen Stelle. Sie haben vielleicht schon gehört, dass ich jahrelang eine Unsägliche im Ministerium war. Eine Unsägliche? Was hat... Wie Sie sich denken können, kann ich nicht darüber sprechen. Es genügt zu sagen, dass die Aufgabe nicht ungefährlich war. Nun, ich hoffe, ich konnte Ihre Neugier vorerst befriedigen. Das haben Sie. Danke für Ihre Zeit, Professor. Üben Sie weiter Ihre Handarbeit. Man muss stets auf Unfug gefasst sein, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Schlosses. Okay, ist ja krass. Also man kann manchmal noch mit denen reden und man kriegt extra Infos wahrscheinlich, je nachdem, wie weit fortgeschritten ich bin. Gibt es extra Infos. Gut zu wissen. Na dann. Dann ist die Aufgabe erledigt. Wir können einen neuen Zauber. Was haben Sie jetzt vor? Eigentlich wollte ich gerade die Folge beenden. Das habe ich nämlich vor. Und es war mir wie immer ein zauberhaftes Blumenpflücken. Und ciao.